Nach dem deutschen Tierschutzgesetz und auch nach dem Landschaftsgesetz sind wir für die Aufsicht der Zoos verantwortlich. Und im Landschaftsgesetz ist sogar die Vorschrift enthalten, dass wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, die gegen die Haltung oder die Art der Haltung sprechen, dass wir uns damit auch beschäftigen müssen. Es geht um die Frage, ob eine artgerechte Haltung unter den Bedingungen, wie sie das Säugetiergutachten vorschreibt, mit dem Tierschutzgesetz vereinbar ist. Es gibt mehrere wissenschaftliche Gutachten, Veröffentlichungen, die das in Frage stellen. Und deswegen müssen wir das klären, denn das Tierschutzgesetz schreibt eben vor, dass die Tiere nicht so sehr eingeschränkt werden dürfen bei der Haltung, dass sie ihre Grundbedürfnisse nicht mehr befriedigen können. Seit dem sogenannten Legehennenurteil ist diese Auffassung nicht mehr gesetzeskonform. Es geht eben darum zu überprüfen, ob die Tiere tatsächlich ihre Grundbedürfnisse, wie beispielsweise das Mutter-Kind-Verhalten, aber auch das Suchverhalten für Nahrung aufrechterhalten können. Und das steht eben in Frage. Und da reicht es nicht aus, was der Zoo Duisburg und auch der Verband der Zoodirektoren sagt, dass die Tiere nicht verhaltensauffällig sind. Ja, das ist eine völlig unsachliche Verknüpfung. Es ist sogar so, dass es einen Auftrag des Deutschen Bundestages gab, an die Bundesregierung die Haltungsbedingungen speziell für Delfine zu verbessern und den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen anzupassen. Dieser Antrag ist übrigens von CDU und SPD gestellt worden. Wir sind also weit davon entfernt, Extrempositionen zu halten. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wenn Experten sagen, die Haltungsbedingungen sind nicht artgerecht. Das ist eine ganz sachliche Debatte und hat nichts mit irgendwelchen Extrempositionen zu tun. Im Übrigen kommt die Verknüpfung nur von Leuten, die in der Vergangenheit nicht unbedingt durch fachliche Expertise auffällig waren. Nein, das ist nicht so. Man muss einfach damit umgehen. Wenn es wissenschaftliche Expertise gibt, dass diese Haltungsbedingung nicht artgerecht ist, dann ist das eine Sachfrage, die man klären muss. Wir Grünen haben nie gesagt, dass wir das mit anderen Zootierhaltungen verknüpfen. Aber wenn es Bedenken gegen Haltungen gibt, dann muss man sich denen auch stellen. Dazu sind wir verpflichtet nach dem Landschaftsgesetz. Und das entspricht eben auch dem Staatsziel Tierschutz in unserer Landesverfassung und auch in unserem Grundgesetz.